Es war eine Woche mit vielen Terminen. Und dann kam der Sonntagmorgen. Und ich dachte, heute fahre ich nicht zur Kirche. Dann dachte ich, du fährst doch hin. Und ich habe mich ins Auto gesetzt und bin hingefahren. Und ich habe die Kirche betreten und das Erste, was ich sah, war, dass eine Frau hier war, die wir einmal in Malawi in Afrika besucht haben, eine Bekannte von uns. Und ich konnte es nicht glauben, dass sie hier bei uns in der Haller Kirche war. Und ich dachte, wie großartig, dass du zur Kirche gekommen bist. Ich habe mich neben sie gesetzt und sie begrüßt und habe mich die ganze Zeit gefreut. Das Nächste, was so schön war, war, dass sich unser Kantor ans Klavier setzte und ein sehr, sehr schönes Lied am Klavier begleitete. Das Nächste war, dass Nikolai eine wunderbare Predigt hielt, die mich sehr berührt hat und die ganz kraftvoll und schön war. Und das Nächste war, dass das Gebet mir aus dem Herzen sprach. Und schließlich, als der Gottesdienst vorbei war und wir hier auf dem Kirchplatz standen, hatte ich noch ein ganz tolles Gespräch mit einem lieben Menschen aus der Gemeinde. Ich dachte, Gott sei Dank bist du zur Kirche gefahren. Ich hatte überlegt, ob ich zu Hause bleibe und es war die richtige Entscheidung. Mein Tank an Hoffnung, an Liebe, an Freude für die Woche war wieder bis zum höchsten Rand gefüllt. Im Hebräerbrief heißt es, einige haben es sich angewöhnt, den Versammlungen fernzubleiben. Das ist nicht gut. Vielmehr sollt ihr einander Mut machen. Einige haben es sich angewöhnt, den Versammlungen fernzubleiben. Das ist nicht gut. Vielmehr solltet ihr einander Mut machen. So verstehe ich den Gottesdienst. Es ist keine Pflicht, ich muss dorthin, weil ich ein guter Christ bin, sondern es ist Mut machen, Mut schöpfen, Kraft schöpfen für die Woche. Es ist Corona-Zeit und trotzdem haben wir Gottesdienste und es sind tatsächlich noch einige Plätze frei. Vielleicht ist es für euch auch eine Möglichkeit, Kraft zu schöpfen, Mut zu schöpfen für die kommende Woche. Herzliche Einladung. Musik.